Wir im BB wird Ihnen präsentiert von Sehne. Unser neues Dinkel-Korn-an-Korn-Brot aus den wertvollsten Zutaten und mit hochwertigen Mehlen gebacken. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir in BB und herzlich willkommen hier in Holzgerlingen bei den ADAC MX Masters. Da geht es um Motocross im Hintergrund, man kann es ja auch schwer übersehen. Wir sprechen auch gleich darüber, was es heißt, als Verein in Holzgerlingen so ein Ding zu stemmen mit Robert Maurer. Der ist nämlich der Vorstand vom Verein. Vorher wird es ganz anders sportlich. Wir gehen ins Goi, wir gehen nach Oberjesingen und der SV Oberjesingen, der kickt, aber nicht gegen irgendjemanden, nein. Der kickt gegen Borussia Dortmund. David Odonkor mit einem seiner Wahnsinnssprints in Oberjesingen. Auf dem kleinen Sportplatz mit dem Blick ins Goi. Kein Witz. Aber Moment, Odonkor spielt doch gar nicht mehr. Richtig, das hier ist natürlich nicht die Bundesliga-Elf, sondern die Traditionsmannschaft der Borussia, angereist zu einem Benefizspiel für den guten Zweck. Für den SVO dennoch etwas Besonderes. Es ist für uns, für den Verein natürlich ein außergewöhnliches Fußball-Event heute hier bei Kaiserwetter, kann man schon sagen. Die Prognosen waren ja nicht ganz so gut, aber deshalb freuen wir uns so mehr, dass das Wetter auch mitmacht. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass auch noch viele Zuschauer kommen, um dieses außergewöhnliche Spiel mitzuverfolgen. Außergewöhnlich ist auch schon die erste Partie des Tages der SV Oberjesingen gegen die Inklusionsmannschaft des SV Deckenfronn. Hier spielen Fußballer mit und ohne Handicap. Viele kommen von den gemeinnützigen Wohn- und Werkstätten im ganzen Kreis. Auch jetzt ist schon einiges am Publikum da. Es gibt Rote vom Grill und frisch gezapftes Bier, für Kinder sogar eine Hüpfburg. Das Ganze hat mehr Sommerfest als Fußballcharakter, bis dann die BVB-Traditionsmannschaft zum Aufwärmen einläuft und ein paar echte Fußballlegenden den Platz betreten. Wie kriegt man die überhaupt hierher? Ich habe ja ein gutes Verhältnis zu Frank Mill. Durch ihn oder zusammen ist ja dieses Fußballspiel auch entstanden. Und ich freue mich natürlich auf die Begegnung mit Frank Mill auf dem Platz. Natürlich auch ein David Odonkor, der ja damals bei dem WM-Aufgebot war 2006. Und was für Chancen rechnen Sie sich aus, die alten Herren vom SV Oberjesingen and Friends? Ich tippe mal auf 4-4. Ein Unentschieden, mit dem können, glaube ich, beide Mannschaften gut leben. Für die Zuschauer, für die Fans, glaube ich, einfach viele Tore, viele Finessen, viele Raffinessen im Spiel. Das macht ja auch so ein Aha-Promispiel auch interessant. Das 4:4 bleibt am Ende ein Wunschtraum. Schon nach 15 Minuten steht es 0:4. Tore fallen allerdings tatsächlich viele und die Zuschauer bekommen, was sie sich erhofft haben. Mitte der zweiten Hälfte steht Odonkor sogar plötzlich im Tor. Machen die vielen Sprints den 35-Jährigen doch schon etwas zu schaffen? Ja, ein bisschen Spaß muss auch dabei sein. Unser Torhüter hat leider 2 Fehler gemacht und deswegen wollte ich ihn ablösen. Aber es sind viele Zuschauer da, sind viele Tore gefallen, war ein gutes Spiel und deswegen können wir alle zufrieden sein. 10:5 geht's am Ende aus, aber heute zählt sowieso etwas ganz anderes. Die Einnahmen für die Kinderherzaktionen vom Herrenberger Spenden-Alex. Mehr als 500 Euro sind am Ende zusammengekommen. Ein Borussia-Trikot, signiert von der aktuellen Bundesligamannschaft, kann noch bei eBay ersteigert werden. Der Erlös kommt noch oben drauf. Klar, dass da der Fußball in den Hintergrund rückt. Wenn es für einen guten Zweck ist, ist es immer wichtig. Ja, es macht uns natürlich auch Spaß. Wir spielen immer noch 15 bis 20 Mal im Jahr und Zuschauer sollen Spaß haben, der Gegner soll auch ein bisschen Spaß haben, nicht zu viel, weil gewinnen wollen wir immer noch. Und das ist doch eine gute Unterstützung, wenn viele Prominente dabei sind und man was in der Kasse spült und wenn so viele Leute dabei sind. Und das war der Fall. So voll war es hier schon lange nicht mehr, nicht zuletzt auch wegen Odonkor. Und die Fans werden belohnt. Wann kommt man schon mal so nah an einen WM-Teilnehmer? Und das in Oberjesingen. Zurück von dem Rasen, wo gekickt wurde, zurück hier nach Holzgerlingen, wo im Moment noch fast grüner Rasen ist. Aber ich gehe mal davon aus, wenn die mit ihren Motorrädern da durchgepflügt sind, sieht es alles anders aus als grün. Es wird auf jeden Fall sehr mobil, aber nicht nur in Holzgerlingen, nein, auch in Leonberg. Da geht es auch um 2 Räder, aber um 2 Räder, die nicht ganz so viel Krach machen. Call a bike.
Stuttgarter kennen das schon. Leihfahrräder an der S-Bahn-Station, wahlweise elektrisch oder herkömmlich. In Leonberg gibt's das jetzt auch. Und zum Mobilitätstag am S-Bahnhof probiert der OB gleich mal selbst eins der DB-Fahrräder aus. Keine Frage, sowas hat hier gefehlt. Das ist ein Teil unseres neuen Verkehrskonzeptes. Leonberg hat ja diese verkehrliche Situation für uns, stellt es ein Problem dar. Und wir müssen jetzt daran arbeiten, einige Bausteine schon auf den Weg zu bringen. Das Problem der Stadt nämlich, ganz einfach, zu viele Autos. Hier soll man nun ganz bequem von der S-Bahn direkt aufs Rad umsteigen können. An der Säule anmelden, Karte davor halten und eines der Fahrräder oder E-Bikes auswählen, um damit rauf in die Stadt zu fahren. Wer doch auf vier Räder angewiesen ist, kann immerhin in Zukunft sein E-Auto hier laden, wenn auch nicht direkt hier. Die Ladesäule ist nur zu Testzwecken aufgestellt, sie wird wohl im benachbarten Parkhaus fest installiert. Da stehen auch die Autos vom Carsharing, wenn man selbst kein Auto hat oder haben möchte. Kaufmann informiert sich über alle Angebote, aber nutzt er die auch selbst? Ich nutze meine verschiedenen Apps über Flinkster, über Car2Go, über die Kolle Bike App, allerdings auch die Bahncard, die habe ich auch, oder ich fahre auch das Auto. Insofern, wir sind multimodal unterwegs sozusagen. Und geschäftlich, gibt es da schon ein Dienstfahrrad? Ja, geschäftlich steigen wir natürlich aufs Auto zurück, weil ich muss mich während der Fahrt auch ein bisschen vorbereiten können. Wir haben da verschiedene Termine. Was aber schwierig ist, das muss man ganz klar sagen, der Parkplatz. Wenn ich dann bei Terminen bin, gerade in Leonberg, ist es auch so, dass ich gar keinen Parkplatz finde. Und teilweise ist es dann besser, wenn man mit dem Rad auch unterwegs ist. Immerhin, der Dienstwagen ist ein Hybrid und damit schon mal etwas umweltfreundlicher als die meisten anderen. Jetzt steht neben mir der erste Vorstand vom KfV Holz-Gerlingen. Hier hinten geht es ja gleich los, oder? Ja, genau. Jetzt kommt die Qualifikation. Alles läuft? Alles gut vorbereitet? Ja, wir haben mächtig Wasser auf die Piste getragen, natürlich wieder hingespritzt. Und ich denke, dass wir soweit alles im Griff haben. So. Liegt natürlich auch an der herausragend guten Vorarbeit. Was da an Arbeit dahinter steckt, da sprechen wir gleich drüber. Gleich heißt nach der Werbung. Das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Herr Maurer, jetzt müssen wir mal ganz kurz helfen. Jetzt sind wir hier nicht beim Rennen, sondern beim Qualifying. Wie viele Mannschaften, wie viele verschiedene Klassen sind denn heute am Start an diesem Wochenende in Holz-Gerlingen? Ja, es gibt vier Klassen. Das ist neu ab diesem Jahr. Und es werden etwas über 200 Fahrer jetzt hier sein. So, jetzt sprechen wir hier über einen Verein in Holz-Gerlingen. Wann wurde der eigentlich gegründet, der KfV Kalteneck e.V. in Holz-Gerlingen? 1954. Wissen Sie noch, wie viele Mitglieder es damals gab? Ja, so rund 100 waren dann am Anfang dabei. Und wie viel sind wir jetzt 2018 aufgestellt? Wir haben jetzt 480. Und wann sind Sie das letzte Mal auf dem Motorrad? Es muss ja nicht unbedingt hier gewesen sein, auf der Straße gewesen? Noch nie. Ich habe keinen Motorradführerschein. Also, Sie sind im Vorstand, organisieren das Ganze, aber haben keinen eigenen Motorradführerschein. Wie kommt man denn bitte schön dann dazu, als Vorstand bei so einem Verein Mitglied zu werden? Ja gut, wir haben damals 1972 mitgeholfen in der Bewirtschaftung und sind dann an dem Verein hängen geblieben. Uns hat es gefallen. Freude am Organisieren stand im Vordergrund. Lassen Sie uns einfach mal nach einer ganz kurzen Unterbrechung über den ADAC MX Masters sprechen und was da dahinter steckt. Und eins möchte ich auch wissen, warum wurdet ihr schon mehrfach als bester Veranstalter gekürt? Das Ganze nach den Veranstaltungstipps. Herbstzeit ist Pilzzeit, das weiß man auch in Sindelfingen. Und wie jedes Jahr stellt sich die Frage, essbar, ungenießbar oder gar giftig? Antworten darauf gibt's vom Pilzberater im Vogel- und Naturschutzzentrum. Da kann jeder selbst gesammelte Pilze mitbringen und bestimmen lassen.
Bereits seit 14 Jahren machen sie erfolgreich zusammen Musik, jetzt auch mal wieder im Blauen Haus. Andreas Franke, Eckhard Stromer und Dirk Blümlein spielen dort ausgesuchte Stücke aus ihren CDs. Alles für den Künstler, Freizeitvergnügen und fette Beute. Und bringen damit sicher auch ihren Fuß zum Mitwippen. Und in Herrenberg gibt's nicht nur Musik, sondern auch Theater, Tanz und Essen, eben alles, was so zur Kultur gehört. An 9 Orten in der Innenstadt geht's ab 15 Uhr rund, das Programm geht zum Teil bis spät in die Nacht. Mehr Infos zur langen Nacht der Kulturen gibt's auf www.lacuna-herrenberg.de. Ja, wir haben das vorhin vor dem Veranstaltungstipps probiert, aber es war einfach zu laut. Aber ein Motorradrennen, das leise ist, wäre auch kein Motorradrennen. Herr Maurer, jetzt wurdet ihr ja vom ADAC als mit der beste Veranstalter mehrfach ausgezeichnet. Was bitteschön macht ihr anders oder was macht ihr besonders gut? Ja gut, es sind im Prinzip ja 7 Veranstaltungen über die Saison hinweg. Und die Teams, die Fahrer und der Promoter stimmen dann darüber ab, wer beste Veranstalter wird. Wir sind schon ein paar Mal geworden, aber das hängt natürlich zusammen. Die ganzen Veranstaltungen sind auf einem hohen Niveau und die Abstände sind sehr, sehr gering. So, jetzt sehe ich ja, es hat ja jetzt die letzten Tage überhaupt nicht geregnet. Die Piste ist trotzdem nass, weil Sie haben das vorhin schon gesagt, es muss bewässert werden. Warum muss bewässert werden? Ja, einmal geht es natürlich um den Staub. Wenn nicht bewässert wird, wird es trocken gefahren und dann fängt es an zu stauben. Das ist Lehmboden. Und der zweite Punkt ist natürlich, die Fahrer wollen Grip haben. Und Grip schafft man nur durchs Aufreißen, also durchs Kruppern sozusagen und dann durchs Bewässern, dass das Wasser einfach einzieht. Immer wenn ich hier runter gucke, liegt irgendein Fahrer auf der Piste. Aber die stehen alle auf, als wäre nichts passiert. Wie gefährlich ist denn der Motorsport? Die Durchschnittsgeschwindigkeit bei diesem Kurs liegt etwa bei 50 km/h. Das heißt, es gibt viele enge Kurven, die rutschen manchmal bloß weg. Und die Fahrer sind ja richtig, wirklich klasse durchtrainiert. Das heißt, da muss schon was Größeres sein, dass die nicht mehr aufstehen. So. Hoffen wir natürlich auch, dass die Kollegen und Kolleginnen vom Deutschen Roten Kreuz und andere Hilfsdienste ganz, ganz wenig Arbeit haben. Auf jeden Fall sage ich jetzt schon mal, das war's für heute und wir sehen uns wieder in der kommenden Woche zu einer ganz knackigen Ausgabe. Da geht es nämlich um Äpfel, um was man daraus machen kann. Wir in BB wurde Ihnen präsentiert von Sehne, Ihr Familienbäcker.